Willkommen zurück. Und Leute, diese Musik hier. Warum hört sich die an wie aus Peach's Castle? Das fällt mir jetzt erst auf. Aber okay, hier jetzt nicht mehr, aber das ist schon erstaunlich. Okay, dann geht's weiter mit Furioses Flintenfeuer. Sie machen immer weiter. Da haben wir schon wieder eine Alliteration aus drei Wörtern? Naja, genau genommen eigentlich nur zwei. Aber sie haben einen Bindestrich zwischen Flinten und Feuer geschrieben. Vielleicht gibt's ja dann hier wirkliches Feuer, nicht Feuer. Ja. Oh, wieder ein Fabriklevel. Sehr schön. Flinte, ja genau. Eine Bazooka würde ich das nennen. Ja, da geht's doch nach links. Und da ist nur eine Münze. Alles klar. Kann man den eigentlich besiegen, den Typen da unten? Nee. Jetzt hätte man ja keine Möglichkeit mehr, theoretisch ins Fass zu kommen. Zumindest mit einem kommen. Glaube ich nichts. Ich muss trotzdem nochmal nachgucken. Nee, da ist nichts. Ah, das ist jetzt wieder extrem schwer, da überhaupt reinzukommen. Ey, wieso hast du jetzt früher schneller geschossen? Macht er das? Nein. Wofür ist das? Halt, 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 stopp. Nein! Da unten ist doch. Nee, es war tatsächlich ganz an der Wand, das Säurebecken. Oder was auch immer. Frage, wofür braucht man diese Münzen jetzt noch? Irgendeinen Sinn wird es ja wohl noch haben. Da links oben ist auch nichts. Ja, nee, da muss was sein. Moment, das ist ein Spinnensymbol. Quatsch. Natürlich muss da was sein. Aber wo? Hä? Mein gegen den kannst du ja auch nichts machen. Nein, lass doch los. Hä? Muss ja dann ganz am Anfang irgendwie sein. Mehr gibt's nicht. Aber da ist nichts. Ist rein gar nichts. Absolut nichts. Nope. Ist nichts. Hä?
auch nichts. Hä? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ich verstehe es nicht. Aber hier kann man sich auch nur nach oben schießen. Unten ist nichts zu sehen. Okay, dann verstehe ich dieses... Verstehe es nicht. Nee. Da ist die Spinne. Man soll nicht nach rechts... Warum auch immer man damit nicht nach rechts soll, weil da ist ja eh nichts, was man mit der erreichen könnte oder so. Oder muss man nach rechts, weil man irgendwas erhält? Ja, kann ja auch nicht sein, sowas gab es bisher hier nicht. Okay, einfach weiter. So. Hier geht's auf jeden Fall nach oben. Oh Gott. Ja, genau. Nehme ich das TNT, fast treffen kann, aber ich kann es nicht treffen. Und die Spinne ist ja so gigantisch riesig groß. Zumindest dahinter. Das ist das Problem. Mit einem zu fetten Arsch, die Spinne. Nein! Ich dachte, da ist dann zu Ende. Mit diesen direkt drinnen. Ja. Da bin ich. Ja, genau! Wie der wieder da ist. So, jetzt das Ganze schneller. Ach, man muss sie... Ich muss mir das echt immer durchlesen, was da steht. So, ich springe da jetzt einfach mal nicht rein. Ich schau mal, wo die mich hinschießen würde. Einfach nur hier nach oben. Oder? Warum ist da eine DK-Münze? Das würde ja bedeuten, dass es hier irgendwo ein Fass gibt. Oh. Oh, okay. Interessant. Hä? Ich dachte, das tötet ihn. Aber nö, nö. Wenn ihm Fässer in den Rücken geschossen werden, da passiert nichts. Hä? Aber was muss ich dann machen? S steht für Spider. Oh. Ach, man kann den nur mit silbernen Fässern töten. Das ist ein Schalter.
Wenn man auf Fässern S schreibt, dann werden sie zu einem Switch. Weiß doch jeder. Irgendwas schießt mit TNT-Fässern. Was ist auf der Seite? Geht's da weiter? Ja. Vielleicht? Ach, man kann den auch abschießen. Warum sollte man das zu normalen Fässern ändern? Ah! Bringt das was? Nee. Hä? Jetzt schießt er wieder TNT. Das ist begrenzt. Aber warum? Nein, 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 nein. Aha. Ja, wenn man die Spinne natürlich nicht hat, dann ist es die einzigste Möglichkeit, um rüberzukommen. Warum sollte man die nicht haben? Ne, da unten ist nichts. Safe nichts. Scrollt die Kamera da so nach unten? Okay, die scrollt eher hier nach oben. Ja. So ist hier schon wieder. Ist da links nichts? Ach, natürlich ist da was. Der schießt hier Fässer, auf denen man hüpfen könnte. Ah. Wahrscheinlich ich nicht. Wie willst du das hinkriegen? Nein, nein! Uff. Okay, da ist was. Aber das ist richtig brutal. Nee, so geht's gar nicht. Also über die Fässer kommt man da nicht rüber. Scheint zwar, dass der irgendwie schneller schießt, aber scheint doch nicht. So muss man's machen. Boah. Geschafft. Was? Oh nein. Drum ist gar nichts. Auch gut. Nichts Bedeutendes. Oh nee. Da unten ist nichts.
ist doch 100 Pro was gewesen. Das Timing ist scheiße, weil er sich nicht direkt festhält, sondern erst beim Runterfallen. Aber ich habe eh alles. Die Deke-Münze habe ich... Ja, die habe ich auch. Die war ganz am Anfang schon. Lol. Man wird mit der Spinne dann auch gespeichert beim Checkpoint? Okay, das macht's echt einfach. Warum kriegt man dann immer hier wieder eine Münze? Nein, warum? Double kill. Nein, wollte so über das Fass drüber. Ah, gut. Es hat wieder mal ewig gedauert. Laues Labyrinth. So, ich habe mal das Fenster zugemacht. War ein bisschen störend. Es ist unter Wasser, aber nicht so wirklich unter Wasser. Warum ist hier die Gravitation niedrig? Hier ein Gas, das so schwer ist, dass man schwebt? Nee, Moment. Okay, interessantes Level. Nein, ich kann nicht stehen. Aber Teile von der Musik erinnern mich an die Rätselmusik aus Metroid Prime 1. Ja. Die kommen aber eher selten hier vor, anscheinend. Also da gab es diese Stelle, wo es dann so wie so ein Klopfen war. Das Gefühl, dass ich was verpasst habe. Das Level ist auch sehr langsam. Ja, das, die Stelle hier meine ich. In der Musik. Nein! Also jetzt habe ich was verpasst. Jetzt habe ich noch mehr verpasst. Unwichtige Sachen, aber ich habe es verpasst. Ja, da oben ist was. Ey! Ah! Moment. Hä? Moment. Was? Wie? Mit einem Partnerwurf oder? Hä?
Geht er dann so hoch? Scheiße. Ich hätte den Checkpoint nehmen sollen. Ich hätte ihn nehmen sollen. Nicht schon wieder. Aber ich habe auch das Gefühl, dass ich vorher schon irgendwie was verpasst habe. Nein. Hier gibt es nichts, wo man stehen könnte. Die sind nur Bananen, mehr nicht. Zeig ich mir aber das O. Ah, hier sind tatsächlich nur Bananen. Nichts Geheimes. Nein, was bist du denn für eine Scheiße? Was wetten das, wenn ich den Squawks da jetzt halt einsammle, dass ich nicht zurück kann? Aber das ist dieser Lila, ne? Der fällt doch eigentlich nur. Nee? Okay, wow. Wahrscheinlich geht das gar nicht mit dem Partnerwurf. Muss einfach so machen. Hätte ich einfach den Checkpoint holen können. Auf jeden Fall nichts spucken. Hey, Moment. Ah, ich, naja. Das war genau da, wo der Checkpoint. Den habe ich ja wieder bekommen. Dann. Wie kommt man da durch? Kommt man da überhaupt durch? Oder muss man irgendwie was machen? Aber was soll man machen? Ich kann nichts machen. Was muss ich... Hä? Wie geht's hier weiter? Ich habe keinen Angriff. Da muss man da durchpassen? Weil ich weiß die Hitboxen nicht. Nee, da kommt man nicht durch. Hä? Okay, man kommt da durch. Y. Wie Y? Ich drücke Y. Jetzt geht's. Habe ich mir schon gedacht, dass man das nehmen muss. Jetzt nochmal? Nö, man hat nur eins. Aber es sind zwei Gegner. Ah, kann sein, dass der langsamer ist. Weiß ich jetzt nicht. Ist noch ein Fass. Oh. Das brauche ich doch. Bestimmt für irgendwas. Ja, weiß ich nicht. Hab's auf jeden Fall nicht geschafft. Naja, das taucht aber auch nicht mehr auf und das da oben ist echt nicht. 100 Pro braucht man das. Moment, was ist da drüben? War ich da schon?
Ja, dafür hätte man es gebraucht. Es sei denn, man kommt einfach so vorbei. Aber nach oben wird's. Ah, vielleicht muss ich gar nicht mehr nach oben. Wenn die freundlich sind. Alle Gegner besiegen, okay. Ah, da ist wieder Squawks. Die Eier prallen ab. Aber da machen sie keinen Schaden mehr. Schade. Sie sind sehr freundlich. Talfas kann ja eigentlich nur die Kämmen zu Oh, das heißt, du bist eventuell wahnsinnig und willst dieses Leben da haben. Vielleicht taucht sie wieder auf. Nö, okay, dann heißt es auch nicht die Kämpfers. Hoffe ich. Nee. Aber das fehlt mir noch. Warum willst du mich nach links lotsen? Ah, jetzt wird's endlich zum Labyrinth. Aber das Interessante ist, dass hier zwei so schnelle Dinger sind. Das ist die Käfers. Aber warum ich jetzt getroffen wurde? Muss ich irgendwie umdrehen oder so? Keine Ahnung. Oder doch einfach durch? Ah, okay, mir fehlt nur noch die Decamance und die habe ich gesehen. Da muss ich jetzt erst wieder hin. Ah, super. Flügel schlagen hört sich echt seltsam an. Unten war das Bonus-Ding. Was ist hier oben? Das ist ein TNT-Fass. Lol, mit dem hätte ich es auch machen können. Ja. Okay. Moment, Moment, Moment. Hä, wo bin ich denn? Hier war ich doch vorher nicht. Ach so! Das Bonuslevel hat mich hier hinter diesem ganzen Abschnitt da rausgeschmissen. Lol, das wäre, glaube ich, sinnvoller gewesen, das Bonusspiel nochmal zu machen. Oder zumindest reinzugehen. Ja. Dann hätte ich mir diesen ganzen schwierigen Stuff da gespart. Wo waren das jetzt nochmal? Auf der Seite. Ich mach das jetzt so. Genau. Ah, wie kommt man denn da durch? Der ist viel langsamer. Man müsste die irgendwie beide besiegen. Ach nee. Wie das Fass erst hier ist. Dass man da schön immer wieder sterben kann bei diesen zwei roten Singern.
Hier die Speedrun-Strats. Wow, ja. Strats. Toll. Schade. Wie komme ich jetzt da durch? Oh, ist das knapp. Kurzer Schnitt. Jedenfalls hoffe ich es, dass ich es nicht vergesse. Moment, ach ja. Du willst mich doch jetzt veräppeln. Taucht wieder auf, ja. So. Okay, man muss also... was? Komm bitte. Oh. Okay, die können wir uns... Jetzt muss ich eigentlich nur noch den Ausgang finden. Ich weiß, da rechts unten war noch was. Nö. Egal. Halt, was? Wo bin ich denn hier jetzt? Bin ich hier? Oh. Das ist Ziel. Ja. Perfekt. Okay, fertig. Chaos Karamba. Okay, das wäre dann der Boss. Aber der kommt dann im nächsten Part. Alles klar. Dann bis zum Bananenvögel. Ach. Natürlich, die haben irgendwie Bananen am Arsch. Ja. Ach ja, die sehen aus wie so offene Bananen. Tatsächlich. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.